Die Kinos sind zu, neue Filme gibt es so wenig zu sehen wie nie, aber immerhin gibt es den Tatort zuverlässig jede Woche. Fuffis, Film und Fernsehen in Serie. Der neueste Tatort-Krimi nimmt euch mit nach Dresden ans Elbufer. Dort will ein Rettungssanitäter ein Leben retten, ist ja sein Job, und wird aber selbst zum Mordopfer. Damit also ist er ein Fall für die Kommissarinnen vor Ort, Leonie Winkler und Karin Gorniak. Philipp Münscher hat sich für euch den neuesten Tatort schon angesehen. Wer bitteschön ermordet denn einen Sani, der zur Rettung kommt? Also so mies kann der doch gar nicht behandelt haben. Ja, gute Frage. Sicher ist jedenfalls, dass Tariq Wazir nicht im Affekt getötet worden ist, sondern die Tat war geplant. Er ist offensichtlich in eine Falle gelockt worden. Sieht nach Elektroschocker aus. Er wurde außer Gefecht gesetzt und dann mit Kabelbindern am Lenkrad fixiert. Er ist wohl erstickt. Wer denkt sich denn sowas aus? Das Opfer heißt Tariq Wazir. Er lebt seit 3 Jahren in Dresden und stammt aus Syrien. Da müssen wir auch noch einen fremdenfeindlichen Hintergrund berücksichtigen. Hat die Spulsi ihn da rausgeholt? Nee, seine Kollegin, die hat noch Sofortmaßnahmen versucht, war aber nichts mehr zu machen. Hatte das was mit seiner Arbeit zu tun oder steckt vielleicht eine private Angelegenheit dahinter? Die Kommissarinnen Winkler und Gorniak machen sich an die Arbeit und sie befragen erstmal die Mitarbeiter der Rettungswache. Haben die denn eine Idee, was ihrem Sani-Kollegen da passiert sein könnte und warum? Ja, alle können nur sagen, dass Tariq ein guter Kollege und sehr beliebt war. Sie erzählen aber auch, wie frustrierend ihr Job oft ist und wie häufig sie beleidigt und bedroht werden bei ihrer Arbeit. Wir stehen hier an vorderster Front. Die Übergriffe gegen uns Rettungskräfte, die werden immer mehr, immer heftiger. Das ist nicht die gefühlte Wahrheit, das ist die Statistik. Wir stehen vorm Stadion und so ein paar Ultras fangen an, mit Bierflaschen nach uns zu werfen. Einfach so, zum Spaß. Ich meine, wie krank ist denn das? Die Ermittlerinnen befragen aber auch die Frau des Toten und die ist überzeugt, dass eben doch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist zwischen den Kollegen da auf der Rettungswache. Er war immer sehr ernst, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Der hat sehr schlecht geschlafen und ich glaube, er hatte Angst vor jemandem. Und dann gibt es noch einen zweiten Anschlag auf einen Rettungswagen von derselben Wache. Okay, das klingt dann allerdings schon so, als ob da jemand generell mit Sanis ein Problem hat. Ja, und die Polizei hat immer noch keinen Schimmer, warum. Winkler und Gorniak sind jetzt jedenfalls in höchster Alarmbereitschaft und bei den Sanitätern steigt die Angst vor weiteren Angriffen. Deshalb fährt jetzt erstmal in jedem Rettungswagen ein Polizist mit. Dann finden die Ermittler heraus, dass dieser Anschlag wohl Greta Blaschke gegolten hat. Und das ist genau die Kollegin, die mit Tariq Al-Wazir unterwegs war, als der ermordet wurde. Und Greta fühlt sich verfolgt. Es kann sein, dass ich mir das alles nur einbilde. Was? Naja, dass hier jemand in der Wohnung war. Hier im Wohnzimmer, da waren ein paar Sachen anders. Ich hatte auch ein paar Mal auf der Straße das Gefühl, dass da jemand war. Aber vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Es kann ja sein, dass ich einfach nur paranoid bin. Ja, eine gute Idee, mal einen Tatort rund um Rettungssanitäter und ihr Umfeld zu machen, finde ich. Denn tatsächlich müssen diese Menschen ja viel aushalten, werden immer öfter beleidigt, bespuckt, angegriffen und behindert bei ihrer Arbeit. Die Geschichte, die der Tatort dann allerdings daraus macht, die überzeugt mich nicht wirklich. Und das finde ich besonders schade, weil der letzte Fall aus Dresden ja wirklich großartig war. Das war Parasomnia, dieser gruselige Tatort um das Mädchen mit den Wachträumen. Da ist dieser neue Fall jetzt leider deutlich schwächer. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, inzwischen haben wir ja alles, was es gibt, bei Netflix und Konsorten durchgeguckt. Insofern ist es wenigstens ein frischer Krimi, der da kommt. Rettung so nah heißt er, der neue Tatort. Am Sonntag im Ersten und ab dann natürlich auch jederzeit für euch in der ARD-Mediathek.